Sitzung. Ich begrüße euch ganz herzlich zum zweiten Tag der FIFCon. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wir hier einen Geheimdienstexperten haben. Also wir hören ja immer viel über Experten hier und da und jeder kann sich selbst nennen. Aber ich denke, Erich Schmidt-Ehnbohm ist jemand, der diesen Titel wirklich verdient. Ich habe drei Werke, wollte ich euch kurz vorstellen. Also 1998 Undercover, wie der BND die deutschen Medien steuert, insbesondere auch bezahlt, also darum ging es auch. 2004 ein Buch über Geheimdienst, Politik und Medien, also fast wie ein Update, aber nochmal mit einem anderen Fokus. Und 2011 schließlich Im Schatten des Dritten Reiches, der BND und sein Agent Christmann. Heute werden wir eher auch auf einen Vergleich abzielen, wobei man durch Vergleiche manchmal vielleicht sogar tiefere Einblicke in die eigene, auf die eigene Welt bekommt. Und alles Weitere würde ich jetzt Ihnen überlassen. Erich Schmidt-Ehnbohm. Ja, danke für die Vorschusslorbeeren und guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der neue nachrichtendienstliche Auftrag an die amerikanischen Nachrichtendienste lautet: Die notwendigen Veränderungen müssen allumfassend sein. Nachrichtendienstliche Aufklärungsanstrengungen müssen jeden Staat der Welt abdecken und das mit gleicher Leidenschaft bei militärischen, politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Who-is-who-Fragen und bei der Wissenschaftsspionage. Man könnte annehmen, diese Formulierung steht als Präambel über dem Rahmenauftrag der National Security Agency mindestens seit 9/11. Aber gefehlt, meine Damen und Herren, weit gefehlt sogar, so formulierte nämlich die Basic Intelligence Directive des amerikanischen Kriegsministeriums im Juni 1946. Seitdem gibt es diesen allumfassenden Machtanspruch der amerikanischen Nachrichtendienste. Und da will ich gleich mit einem ersten Fazit beginnen. Die bis zu 28 amerikanischen Nachrichtendienste haben über 50 Jahre hinweg dieses hehre Ziel weitestgehend verfehlt und nur bescheidene Erfolge aufzuweisen gehabt, bis die National Security Agency vor etwa 5 Jahren zu voller Blüte kam. Seit Edward Snowden im Juni letzten Jahres Zuflucht in Hongkong fand, werden wir mit einer Welle von Enthüllungen scheibchenweise überschüttet. Constanze Kurz hat einiges darüber berichtet. Andi Müller-Magun hoffentlich die weitestgehenden Einblicke dazu geliefert, in welcher Weise die amerikanischen Nachrichtendienste, voran die NSA, die Welt ausforschen. Die Weltöffentlichkeit hat durch diese Enthüllung, aber durch vorlaufende Bücher in der Fachliteratur längst gewusst, dass die NSA gestützt auf ein Jahresetat von 10 Milliarden Dollar mit einem 100.000 Mann Heer von Mitarbeitern alle wesentlichen Kommunikationen auf der Erde abhört. Dazu gab es dann ausgesprochen viele hehre Wertungen, technologischer Totalitarismus vom Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Sascha Lobo, die Idee des Internets wurde verraten. Claudia Roth, Spitzenpolitiker abhören, sei die Kernschmelze der Demokratie und so weiter. Und die Frage, was die NSA alles kann, erledigt sich eigentlich mit der Gegenfrage, was kann sie denn nicht? Angriffe auf 1 Million Ziele im Netz pro Tag, 3 Terabyte Daten pro belauschten Seekabel, und das sind etwa 200, täglich 6 Milliarden neue Metadaten aus Chat, Mail, Telefon, 4 Billiarden Datensätze, 2010 gespeichert, und ein Geisteswissenschaftler wie ich muss dann schon ab und zu seinem Rechenduden greifen, um das ganze Ausmaß der Spionage zu begreifen. Begreifen tun Politikwissenschaftler eher die anderen Dimensionen: 122 abgehörte Staatschefs, darunter Angela Merkel, verbunden auch mit der Einwahl in das Infonetz der Bundesregierung, aus 80 Botschaften der Amerikaner weltweit, sogenannte Special Collection, ein Joint Venture von CIA und NSA,
bei den Botschaften als Ausspähstützpunkte genutzt werden. Bei all dem, was Sie sicherlich an Vorwissen für die NSA haben, will ich mich eigentlich nur auf zwei Punkte konzentrieren, einen stark historischen und einen, wo es Lücken in Snowdens Überlieferung gibt. Und die beiden Punkte sind, was ist eigentlich neu an dem, was Edward Snowden enthüllt hat? Und die zweite Frage lautet, gibt es wirklich Wirtschaftsspionage der Amerikaner gegen die Bundesrepublik Deutschland oder ist das ein Phantomschmerz? Sie alle haben sicherlich noch vor Augen die Reaktion des Regierungssprechers Seibert auf die ersten Enthüllungen. Spionage unter Freunden, das geht gar nicht. Die Bundesregierung habe von all dem nichts gewusst. Unsere Nachrichtendienste angeblich von den Aktivitäten der Partnerdienste völlig überrascht. Und ich möchte an 9 Punkten deutlich machen, wie groß die Verlogenheit ist, die uns hier begegnet ist. Was die Spionage gegen Regierungsoberhäupter betrifft, beginnen wir mit dem Tagebuch von Heinz Danko-Herre. Es war die rechte Hand von Reinhard Gehlen. Und er vermerkte im Oktober 1950, es kommt die fantastische Meldung, dass Adenauer abgehört wird. Und er gibt diese Meldung mit vorsichtigem Komment nach Bonn weiter. Zum Zweiten, Reinhard Gehlen hat bereits 1954 dem Staatssekretär Adenauers für Geheimdienstfragen Hans Globke Unterlagen über die französischen, englischen, norwegischen und amerikanischen Nachrichtendienste vorgelegt. Und es gab eine regelmäßige Berichterstattung des Bundesnachrichtendienstes im Kanzleramt darüber, was die Unterabteilung fremde Dienste nicht nur über gegnerische, sondern auch über befreundete Dienste in Erfahrung gebracht hat. Wobei der BND natürlich auch durch die Kooperation mit den Amerikanern und die Nutzung derselben Programme sehr genau darüber unterrichtet war, mit welchen technischen Mitteln die NSA arbeitet. 1993 gab es eine erste Welle der Empörung, als der damalige Geheimdienstkoordinator der Regierung Kohl, Bernd Schmidbauer, 008, gefordert hat, dass es endlich eine nachrichtendienstliche Rundumverteidigung der Bundesrepublik Deutschland geben müsse, weil auch die Partnerdienste, namentlich die angelsächsischen, stark in der Bundesrepublik, insbesondere im wirtschaftspolitischen Raum, spionieren würden. Schmidbauers Vorstoß könnte auf einem Fundus basiert haben, der eigentlich genauen Aufschluss darüber gab, was die amerikanischen Dienste gegen die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren von 1965 bis 1987 geleistet haben. Das war nämlich nachlesbar in Unterlagen der Stasi-Unterlagenbehörde, 20 Aktenordner mit 13.347 Seiten. Die basierten auf einer Innenquelle, die Stasi bei den Amerikanern auf dem Teufelsberg später in der Zentrale hatten. Und diese Innenquelle konnte den Ostspähern nachweisen, dass es Spähanweisungen gegen das Bundeskanzleramt gab, namentlich gegen die Ostpolitik eines Willy Brandt, dass die amerikanischen Dienste den direkten Zugriff auf alle Einwohnermelderegister in der Bundesrepublik Deutschland hatten und dass sie Firmen wie Siemens nachhaltig ausspioniert haben, insbesondere da, wo es um den Export von Abhörtechnik ging. Zum Fünften, besondere Aufregung hat die Nachricht über die Special Collection Sites, also diese Spionage aus Botschaften heraus, ausgelöst. Aber in der Fachliteratur bei James Bamford konnte man bereits 1986 nachlesen, dass diese Technik aus der Hälfte alle amerikanischen Auslandsvertretungen heraus ausgeübt wird. Und ich selber habe 1993 publiziert, dass die Amerikaner, voran CIA-Chef Wolsey, den Bundesnachrichtendienst 1987 gebeten hatten, in 3 Staaten, in denen sie selber keine diplomatischen Vertretungen hatten, mit dieser amerikanischen Technik aktiv zu werden. Das heißt, der BND wusste nicht nur, was die Amerikaner tun, sondern er hat mit derselben Technik stellvertretend für sie gearbeitet, unter anderem in Libyen. Einigen dürfte noch bekannt sein, die Aufklärungskampagne der Europäischen Union
gegen das angelsächsische Aufklärungssystem Echelon, wo Duncan Campbell und andere 2001 deutlich gemacht haben, dass das 1942 gegründete UK-USA Agreement mit den Partnern Kanada, Neuseeland und Australien sich zu einem weltweiten Abhörsystem für politische und wirtschaftliche Fragen entwickelt hatte und auch gesellschafts- und soziologische Spionage betrieben hat. Das gipfelte in der Forderung des Europäischen Parlaments im November 2002, dass man umgehend mit den Vereinigten Staaten Verhandlungen aufnehmen müsse, um die Datensicherheit der EU-Bürger zu garantieren und die europäische Industrie vor Markt- und Wettbewerbsbeobachtung, also Competitive Intelligence, zu schützen. Das ist dann gerade unter dem Eindruck von 9/11 ganz schnell versandet und die Nationalregierungen in Europa hatten überhaupt nicht die Absicht, solche bündnisfeindlichen Aktivitäten in Angriff zu nehmen. Bei vielen Enthüllungen von Snowden, und damit sind wir dann beim siebten Punkt, konnte ich Artikel wiedererkennen, die in diesem Pariser Fachblatt Intelligence Online zwischen 2000 und 2012 erschienen waren. Die Fachpresse berichtete regelmäßig über die technologischen Fortschritte NSA, zum Beispiel über die Tatsache, dass es den Amerikanern gelungen ist, alle verschlüsselten Verkehre automatisch aus den Datenströmen zu ziehen oder dass man Voice over IP in 40 Sprachen über künstliche Intelligenz analysieren kann. Und damit war natürlich jedem Fachmann klar, dass diese Technologien nicht für das NSA-Museum in Formid geschaffen wurden, sondern für den alltäglichen Gebrauch der amerikanischen Nachrichtendienste. Den genauesten Überblick über die Spionageaktivitäten der Amerikaner, nicht nur auf deutschem Boden, sondern auch gegen die Bundesrepublik Deutschland, hat allerdings das Auswärtige Amt. Und dieses Amt hat diesen Überblick deshalb, weil die Kontraktorfirmen der amerikanischen Nachrichtendienste und des Militärs über Absatz 4 Artikel 72 NATO-Truppenstatut, um bestimmte Privilegien zu erreichen, ihre Tätigkeiten beim Auswärtigen Amt anmelden müssen. Das sind zurzeit mindestens 130, in der Spitze waren es 200. Und bei diesen Anmeldungen müssen sie relativ genaue Auskunft darüber geben, was das Feld ihrer Aktivitäten ist, also zum Beispiel Human Intelligence, Signal Intelligence, Analyse. Und darüber hinaus gibt es regelmäßig in der Fachpresse Ausschreibungen dieser Firmen für bestimmte Positionen in Deutschland. Ich nenne nur ein Beispiel. 2013 wurde ein Analytiker für soziale Netzwerke vom Kontraktor L3 gesucht, Standort Stuttgart-Vaihingen, Sitz des EUCOM und des AFRICOM. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz hat im November letzten Jahres die Amerikaner gebeten, ihm eine Liste und Informationen über die Kontraktoren zu besorgen. Er hätte sie im Auswärtigen Amt sehr viel dezidierter bekommen können. Und wir müssen insgesamt ins Auge fassen, dass es dann nicht nur um Kontraktoren geht, sondern um eine gewaltige politisch-militärische Macht, die dahinter steht. Denn wenn die NSA bis zu 70% ihres Etats nach außen vergibt, dann gibt es dadurch so etwas wie einen nachrichtendienstlich-industriellen Komplex, vergleichbar dem früheren militärisch-industriellen Komplex, der nachhaltigen Einfluss auf die amerikanische Regierung hat. Wie groß die Dimension überhaupt ist, macht folgende Kennziffer deutlich. Es gab 2013 in den Vereinigten Staaten 1,4 Millionen Menschen, die zum Umgang mit Geheimmaterialien berechtigt waren, davon 700.000 in der privaten Wirtschaft. Snowden war nur einer von denen. Und für uns verbindet sich natürlich immer die Hoffnung damit, dass unter den übrigen 700.000 mindestens ein weiterer Whistleblower zu finden sein wird. Das Auswärtige Amt ist bei weitem nicht das einzige Ministerium, was über amerikanische Spionageaktivitäten gegen die Bundesrepublik Deutschland unterrichtet ist. Und dazu ein Beispiel aus dem Bereich des Wirtschaftsministeriums. Im Oktober 2007 war Peer Steinbrück in Hamburg und wurde angesprochen von einem Staatssekretär aus dem amerikanischen Schatzministerium,
dem sagte auf seinem Schreibtisch in Berlin, aber auch beim BND, liege längst ein Bericht mit Erkenntnissen der amerikanischen Nachrichtendienste darüber, dass sich eine ganze Menge von deutschen Banken aus der Finanzierung der Iran-Geschäfte zurückgezogen hätten, dass aber in diese Bresche die BEHF-Bank, eine Tochter der Deutschen Bank, und die Deutsche Genossenschaft Zentralbank gesprungen seien. Das heißt, auch ein amtierender Bundeswirtschaftsminister, der in dieser Debatte auch merkwürdig still war, wusste genau, dass die Transaktionen deutscher Geldinstitute voll im Visier der amerikanischen Nachrichtendienste stehen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt zur NSA, dem Phantomschmerz, sage ich mal, Wirtschaftsspionage. Phantomschmerz deshalb, weil es zwar viele Klagen, unter anderem von Bitkom, darüber gibt, dass die deutsche Wirtschaft von den USA ausgeforscht wird, aber aus den Snowden-Enthüllungen selbst finden wir zwar Informationen über TrackFin, das System, was europäische Banküberweisungen mit 180 Millionen Datensätzen in 2011 überwacht hat, aber dezidierte Hinweise auf eine gezielte amerikanische Spionage gegen die deutsche Wirtschaft gibt es bei Snowden nicht. Und so konnte sich der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Herr Maaßen, auch hinstellen und dem Handelsblatt gegenüber erklären, es gäbe gar nicht so etwas wie Wirtschaftsspionage der Amerikaner. Bei Snowden ist darüber nichts zu finden, aber in den WikiLeaks-Dokumenten. Schaut man in die WikiLeaks-Dokumente, mehr als 700.000, und gibt da als Suchbegriff an Bundesamt für Ausfuhr, BAFA, erhält man 101 Geheimdokumente, die Auskunft gegenüber amerikanische Spionage gegen die deutsche Wirtschaft. Und die machen im Regelfall einen Vorgang deutlich. Der amerikanische Botschafter in Berlin bekommt eine Weisung vom amerikanischen Außenministerium mit Hinweisen auf unerwünschte oder dubiose Rüstungsexporte aus der Bundesrepublik Deutschland. Er wird dann im Auswärtigen Amt vorstellig mit einem sogenannten Non-Paper, das heißt, es wird als nicht offiziell gehandelt, kann auch von keinem Untersuchungsausschuss überprüft werden. Und das Auswärtige Amt prüft dann beim Bundesausfuhramt, bei der betroffenen Firma, beim Bundesnachrichtendienst und antwortet den Amerikanern wieder mit einem Non-Paper. Ich habe eine Vielzahl von Beispielen dazu, wo es zum Beispiel um die Lieferung von Dual-Use-Gütern nach Pakistan geht, über die bekannte Firma Deckel Mau Gildemeister, die nach Karachi universelle Bohr- und Fräsmaschinen liefern wollte. Ein harmlos klingender Name, aber glänzend geeignet zur Herstellung von Geschützrohren oder auch nuklearen Zentrifugen. Und nur die Intervention der Amerikaner wurde dann dieser Export gestoppt. Wie ein weiterer Export, wo ein Export bevorstand von der Firma Alexander Wiegand GmbH, Druckmess und Forma, die angeblich in 200-facher Ausfertigung an die schwedische Firma Mahako gingen. Aber die Amerikaner hatten aufgeklärt, dass Schweden bei weitem nicht der Endverbleib sei, sondern dass der Endverbleib wiederum mal im Iran liegen würde. Wir haben es mit der Tatsache zu tun, dass der Bundesnachrichtendienst bei der Aufklärung illegaler, fragwürdiger deutscher Exporte ausgesprochen schwach aufgestellt ist und dass die eigentliche Exportkontrolle gerade im Bereich fragwürdiger oder illegaler Exporte von den amerikanischen Nachrichtendiensten wahrgenommen wird. Und da müssten wir uns als Friedensbewegung doch endlich mal fragen, ist das nicht eine positive Seite an den Aktivitäten der NSA? Weit gefehlt. Denn das ist nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele amerikanische Interventionen gegen ganz normale, gegen legale Exporte, die den Amerikanern einfach nicht in den politischen Kram passen. Das waren zum Beispiel Scharfschützengewehre für den Iran. Weil es keine automatischen Waffen waren, war der Export völlig legal. Aber die Amerikaner haben trotzdem interveniert. Und kleinere Firmen reagieren sehr sensibel auf solche Interventionen. Ich kenne nur einen Fall, wo Mercedes von den Amerikanern angegriffen wurde, wegen des Exports von Schwerlastkraftwagen. Auch legal, aber bei den Amerikanern unerwünscht. Und Daimler hat sich getraut,
auf die Anfragen des Auswärtigen Amtes nicht einmal zu antworten. Das gravierendste Beispiel ist der Wunsch der deutschen Wirtschaft, namentlich E.ON und Wintershall, das ist eine BASF-Tochter, Erdgasverflüssigungsanlagen in den Iran zu liefern, weil Iran zwar erdölreich ist, aber dennoch an Betriebsstoffen immer großen Mangel hat. Und dann marschiert der amerikanische Botschafter diesmal direkt zur Bundeskanzlerin, um diesen völlig legalen, aber amerikanischerseits unerwünschten Export zu stoppen. Und in seiner WikiLeaks-Meldung steht dann, die Kanzlerin habe ihm, und das steht da in deutschen Anführungszeichen, versprochen, informellen Druck auszuüben, damit dieses Geschäft nicht zustande kommt, und das mit großem Erfolg. Fußnote dazu, das amerikanische Wirtschaftsmagazin Forbes hat Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Erde erklärt. Wenn die amerikanischen Redakteure gewusst hätten, dass sie auf den geringsten Druck eines amerikanischen Botschafters so reagiert, dann hätte sie in diesem Rating sicherlich weit hinter Lady Gaga gestanden, die 2011 den 7. Platz belegt hatte. Wusste die Bundesregierung das alles? Sie wusste es. Sie wusste es, seit der Bundesnachrichtendienst im Sommer 1991 eine Studie aufgelegt hatte, die die Frage klären sollte, wie stellen sich die amerikanischen Nachrichtendienste nach dem Kalten Krieg aus? Und dann zitiere ich mal aus dieser Studie, die überschrieben ist, Verstärkung der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit der USA durch Nachrichtendienste. In den USA besteht Einigkeit darüber, dass die amerikanischen Nachrichtendienste in Zukunft durch verstärkte Wirtschaftsaufklärung zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie beitragen sollen. Und in puncto NSA hat der Bundesnachrichtendienst damals formuliert, die Vorgänge um die libysche Chemiefabrik in Raqqa sowie die Überwachung des gegen den Irak verhängten Wirtschaftsembargos haben gezeigt, dass die Intelligence Community, insbesondere die NSA, sehr wohl über Möglichkeiten verfügt, Competitive Intelligence zu betreiben. Und die Befürchtung des BND lautete, dass unter dem Deckmantel der Bekämpfung des illegalen Technologietransfers, des Drogenhandels, die Amerikaner Informationen über legale Geschäfte ausländischer Wettbewerber sammeln und sie politisch umsetzen. Politisch in dieser Gemengelage zwischen staatlichen Nachrichtendiensten und privaten Sicherheitsfirmen, in denen überwiegend ehemalige Geheimdienstmitarbeiter mit ihren Rückbezügen sitzen, sodass die staatlich erbeuteten Wirtschaftskonkurrenzspionagedaten Eingang in die Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten finden. Im zweiten Schritt zu meiner Lieblingsbehörde, dem Bundesnachrichtendienst, mit Schwerpunkt bei dieser schnellen Tour de Staatsräson auf der technischen Aufklärung. Der Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes, die Organisation Gehlen, wurde zum 1. Juli 1949 von der CIA übernommen. Und da spielte, weil die CIA ja eine Agentur für menschliche Spionage ist, die technische Aufklärung eine ausgesprochen bescheidene Rolle. 1953 war von den 1,2 Millionen D-Mark, die des Org zur Verfügung gestellt werden, nur 3% für Signal Intelligence überhaupt vorgesehen. 3% der gesamten Spionageaufwendung, ausgesprochen wenig. Aber da hatte die Org 1948 mit der Aufklärung der 24. sowjetischen Frontluftarmee und deren Aktivitäten während der Berlin-Blockade als einziger westlicher Nachrichtendienst einen Überblick darüber, wie die Bedrohungslage für die Rosinenbombe aussah. Und das war für die CIA ein maßgeblicher Grund, die Organisation Gehlen zu übernehmen. Ab 1956, ab der Gründung des Bundesnachrichtendienstes, kam es dann zum Aufbau einer Kette von Stationen von Husum bis Söcking über Monschau in der Nähe von Bonn zur Aufklärung von Botschaftsfunk, das Ionosphäreninstitut in Breisach, sehr früh in der Satellitenaufklärung unterwegs. Und es gab in den 1970er und 80er Jahren massive finanzielle Investitionen,
die im Inland Aufklärungsstationen optimiert haben und Joint Ventures im Ausland umgesetzt haben. Schon ab Anfang der 1960er Jahre geht der BND nach Samsung am Schwarzen Meer in die Türkei, ist in Taiwan präsent oder auch im Iran, des Schah von Persien. Anfang der 1980er Jahre war die technische Aufklärung des BND dann die Säule, die ihn eigentlich trug. Schaut man in die geheim jahreszusammenfassenden BND-Berichte, dann sieht man zum Beispiel, dass es 1982 bei der Produktion, also bei der nachrichtendienstlichen Beschaffung, 50% technische Beschaffung gab, je 17% operativ oder von Partnerdiensten und 14% aus so Flüchtlingsbefragung, Postkontrolle und dergleichen. Besonders interessant ist ein Einblick in den geheimen Bericht über die Fernmelde elektronische Aufklärung aus dem Jahre 1984. Mit einem Meldungsaufkommen, das uns angesichts der heutigen Zahlen minimal vorkommt, nämlich von 650.000 militärischen Meldungen. Aber da wird deutlich, dass das nur 119.000 davon waren, die der BND allein beschafft hat, dass er über den Austausch mit den Amerikanern und Briten 145.000 bekam, dass aber Dienste wie Österreich, Schweiz, Israel und Südafrika auch schon mit 95.000 Meldungen zu Buche schlagen und dass aus einem Datenverbund Amerikaner, Taiwanesen und Briten nochmal 286.000 Meldungen resultieren. Also der Bundesnachrichtendienst in der Fernmelde elektronischen Aufklärung allein nicht stark, sondern nur durch diese massive Kooperation mit weit mehr ausländischen Partnerdiensten, als wir es im Rahmen der NSA-Affäre bisher ins Auge genommen haben. Weiter interessant in diesem Jahresbericht ist Entzifferung diplomatischer Verkehre, 304.000. Das heißt, wenn wir uns heute darüber entsetzen, dass NSA und der britische Partner den diplomatischen Verkehr ausspähen, Botschaften überwachen und dergleichen, dann muss man in Rechnung stellen, dass der Bundesnachrichtendienst das nicht in der gleichen Menge, weil er nicht ganz so groß ist, tut, aber von jeher darauf konzentriert war, auch in der Bundesrepublik und im Ausland diplomatische Verkehre ins Auge zu fassen. Und besonders interessant an diesem Bericht ist die Anzahl der sogenannten Gelbstrichmeldungen, nämlich 8.000 für Nahmittelost, 1.000 für Fernost, 700 für Südamerika, 1.800 für Afrika. Und dazu muss man wissen, was ist eine Gelbstrichmeldung? Eine Gelbstrichmeldung nennt der Bundesnachrichtendienst die Möglichkeit, durch Kenntnis der Verschlüsselungstechnologie Hard- und Software in geheime, verschlüsselte Kommunikation einzudringen. Und dazu hat er sich eines Schweizer Unternehmens bedient, der Krypto AG, die für den Käufer, überwiegend arabische Staaten, den Eindruck erweckte, sie würden bei einem neutralen Staat, der mit Nachrichtendiensten nichts zu tun hat, kaufen. In Wirklichkeit war dieser Laden vollständig von Siemens und dem Bundesnachrichtendienst kontrolliert. Das ist insofern wichtig, weil wir von Herrn de Maizière im Augenblick Überlegungen hören, dass die deutsche Verschlüsselungstechnologie gestärkt werden soll. Und ich wage die Prognose, dass es keine deutsche Verschlüsselungstechnologie geben wird, die nicht unter BND-Vorbehalt steht, die also nicht gezwungenermaßen dem Bundesnachrichtendienst Hintertürchen öffnet. Der BND ist vielfach in die Kritik geraten, weil er eng mit den Amerikanern kooperiert hat. Und dazu muss man sagen, die Initiative dazu ging nie von den Amerikanern aus. Es gab nie amerikanischen oder britischen Druck, enger zusammenzuarbeiten. Und das war immer der Bundesnachrichtendienst, der gebaggert hat, dass er in den Verbund der Amerikaner und Briten in der Bundesrepublik aufgenommen wird, ab 1962. Mit größerem Erfolg erst in den 70er Jahren, als er einziehen durfte in die amerikanische Aufklärungsstation in Gabling bei Augsburg. Mitte der 80er Jahre mit sehr großem Erfolg, weil es da Verstimmungen gab zwischen Amerikanern und Briten und der Bundesnachrichtendienst neben den Schweden in die erste Reihe der sogenannten Third Parties aufgenommen wurde.
Das gipfelte dann darin, dass er 1988 als Juniorpartner der Amerikaner in Bad Aibling einziehen durfte und Gablingen und 2004 auch Bad Aibling sind dann vom BND übernommen worden. Und damit war der Bundesnachrichtendienst eigentlich an der Weltspitze der technologischen Möglichkeiten zur Vermelde elektronischen Aufklärung. Was wir nur so beiläufig mitkriegen, wenn es darum geht, dass es einen Beifang gab bei Gesprächen, die Clinton oder Kerry aus dem Flugzeug geführt haben. Und damit landen wir bei der Frage, wie Michael Hartmann, dieser zeitweise drogensüchtige SPD-Innenpolitiker, aufgeworfen hat, ob nicht der Bundesnachrichtendienst endlich mal zum Gegenangriff übergehen müsste und auch die Amerikaner ausspionieren. Schauen wir wieder in die Geschichte, schauen auf die Aufklärungsprioritäten des Bundesnachrichtendienstes für die zweite Hälfte der 60er Jahre. Dann formuliert Herr Gehlen da, dass angesichts der wachsenden Konkurrenz zwischen den westlichen Industrienationen ein völlig neuer Aufklärungsschwerpunkt des Bundesnachrichtendienstes bei den westlichen Industrienationen liegen müsste. Und schauen wir auf die Aufklärungsprioritäten des BND Ende der 80er Jahre, die rangieren von 1 bis 6, dann liegt da zum Beispiel Großbritanniens Europapolitik bei der Kategorie 2, das heißt hohes Interesse, vorrangiger Ansatz von Kapazität und Mitteln. Und schauen wir auf die USA, dann wollte der Bundesnachrichtendienst ebenfalls mit der Priorität 2 wissen, wie die Außenpolitik der USA aussieht, insbesondere in Bezug auf die Bundesrepublik und Westberlin, wie das Europakonzept der USA aussieht und wie es um die Versorgung mit Nuklearbrennstoffen durch die Amerikaner für Deutschland aussieht. Das heißt, wir haben längst eine BND-Spionage auch gegen westliche Verbündete. Und dann will ich noch zwei Beispiele anfügen, wo der BND bisher auch immer so den Hauch des Unschuldslamms der nur tertiären Qualität hat. Das ist nicht so. 200 Seekabel hatten wir angesprochen und vielen Beobachtern schien das völlig neu, dass Seekabel angebaggert werden. Die erste Quelle, die wir dazu haben, finden wir 1953, als die Organisation Gehlen in der Ostsee ein Seekabel anbaggert, das die Kölner Firma Felten und Guillaume nach Finnland verlegt hat. Sehr viel massiver wurde das in den 70er Jahren. Die Seekabel aus dem gesamten Mittelmeerraum laufen an der spanischen Mittelmeerküste an. Und von Portugal aus setzen dann Seekabel den Kommunikationsweg fort nach Großbritannien, nach Nordamerika, nach Südafrika, nach Westafrika. Und zwischen diesen portugiesischen Seekabeln und der spanischen Station gibt es eine Übertragung aller Informationen über eine Richtfunkstrecke. Da liegen keine Kabel, sondern alle Kabelverbindungen werden über Richtfunk weitergeleitet. Und da hat der Bundesnachrichtendienst 1975 ein Objekt Eismeer in der Nähe von Kunil, das ist bei Cadiz gebaut, im Zusammenwirken mit den spanischen Partnerdiensten. Und die haben diese gesamten Richtfunkstrecken, das heißt den gesamten Kabelverkehr, fast global, vollständig überwacht. Und diese Operation, die nicht umsonst Operation Delikatesse hieß, reichte bis 1992, als nach dem Kalten Kriege gegen erhebliche Widerstände im Bundesnachrichtendienst diese Einrichtung geschlossen wurde, nicht ganz geschlossen, sondern an die spanischen Nachrichtendienste weitergegeben. Nächster Punkt. Die Kritik richtet sich immer und massiv gegen die Kooperation mit dem westlichen Bündnispartner USA. Diese Kritik versteht nichts von der Ambivalenz nachrichtendienstlichen Verhaltens. Denn es gibt ein ähnliches Konstrukt im Zusammenwirken mit der Volksrepublik China. Schauen Sie in die offiziellen Verlautbarungen des Verfassungsschutzes oder auch an die Festreden von Angela Merkel in Berlin oder neuerdings auch in Peking, dann sind die chinesischen Nachrichtendienste die, die die deutsche Wirtschaft nach Einschätzung unserer Abwehrbehörden am massivsten bedrohen. Der Feind Nummer eins für die wirtschaftlichen und teilweise auch politischen Geheimnisse der Bundesrepublik. Gleichzeitig hat der Bundesnachrichtendienst seit 1985 ein Joint Venture mit dem chinesischen Militärnachrichtendienst
Zunächst eine Aufklärungsstation im Pamirgebirge Richtung Tiefe der Sowjetunion und Krisengebiet Afghanistan, bezahlt von der Bundesrepublik Deutschland, ausgestattet mit Technik von Siemens und Rohde und Schwarz. Und dieser Vertrag, nach 15 Jahren seinem Ende entgegengehend, wurde dann vom BND-Präsidenten August Hanning erneuert und aufgebockt um eine Aufklärung Richtung Korea, weil die Chinesen ihrem früheren engsten Verbündeten auch nicht mehr so recht trauten. Und der Deal ist wieder derselbe. Deutsche Technik, Rohde und Schwarz, die Chinesen klären auf und der Bundesnachrichtendienst bekommt die Roherkenntnisse aus diesen Operationen. Jetzt springen wir schnell im Galopp zum nächsten Angeklagten, dem Government Communication Headquarters. Das lange in der Berichterstattung im Schatten lag, und dass es im Schatten lag, liegt an einer Besonderheit des britischen Presserechts, der sogenannten Defense Notice. Da kann die Regierung Herausgeber der Medien anschreiben und sagen, es besteht die Gefahr, dass ihr gegen den Official Secrets Act verstoßt, wenn ihr zu folgenden Punkten berichtet. Und es ist nur selten öffentlich geworden, zu welchen Punkten das war. Aber in den 50er Jahren gab es schon eine Defense Notice, die sagte, man solle doch auf keinen Fall berichten über die Entschlüsselungskapazitäten im Bereich der Regierung oder über die Tatsache, dass es gelegentlich mal nötig ist, funkelektronische Militärspionage zu betreiben. Inzwischen sind wir um einige schlauer, wissen, dass aus dem Geheimdienstetat der Briten immerhin 2,3 Milliarden Euro im Jahre 2011, also man sieht, wie lieb und teuer den Briten ihr Nachrichtendienst ist, der größte Anteil zu den 6.000 Mitarbeitern des Government Communication Headquarters geht. Und die spielen absolut die Schlüsselrolle im britischen Geheimdienstwesen und sind zugleich Filiale der NSA. Denn es bestätigt sich immer mehr der Verdacht, dass es auch eine Grundfinanzierung über diesen Riesenetat hinaus durch die amerikanischen Nachrichtendienste, mindestens aber jede Menge technische Geschenke gibt. Wir haben erlebt, durch eine große Offensive der britischen Nachrichtendienste und der britischen Regierung 2010, 2011, eine enge Kooperation mit allen möglichen privaten Unternehmungen. Das betraf Luftlinien, das betraf sämtliche britischen Telekommunikationsunternehmen. Damals hat David Cameron noch stolz gesagt, wie groß die Investitionen in diese nach dem amerikanischen Vorbild folgende Verzahnung des öffentlichen und des privaten Bereichs sind. Nach den Snowden-Enthüllungen sagt er, das sei alles gar nicht so gewesen. Und die Snowden-Enthüllungen seien in diesem Punkt auch gar nicht hinreichend beweiskräftig. Wenn wir auf die Highlights in Anführungsstrichen gucken des Government Communication Headquarters, also da, wo dieser Laden besonders verhaltensauffällig wurde, da hat Constanze Kurz schon angesprochen, die Spionage beim G20-Gipfel in London, Glasfaserkabel, das von Norden in die Vereinigten Staaten reicht, bei Butte angezapft, Hacker auf belgische Kommunikationsanbieter und dergleichen. Im eigenen Land sind die Briten eigentlich nur vom Guardian und nicht von der Mainstream-Presse für all diese Aktivitäten gescholten worden. Vielmehr erleben wir seit ungefähr 6 Wochen eine massive Gegenoffensive. Und da werden in die erste Reihe gestellt Leiter von Government Communications Headquarters. An erster Stelle der Architekt dieses Ladens, Sir Patrick Almond, der immer in der britischen Presse deutlich macht, von der in Deutschland befürchteten Massenüberwachung könne gar keine Rede sein. Constanze Kurz hat gestern darauf hingewiesen, dass der scheidende Leiter, Sir Ian Lobbe, den amerikanischen Verschlüsselungsunternehmen vorgeworfen hat, sie würden sich zum Komplizen von Terroristen machen, weil ISIS im Gegensatz zur Al-Qaida nicht nur auf der Propagandaschiene auf das Internet setzt, sondern das ganze Netz zu einem Control- und Command-Network für die terroristischen Aktivitäten machen würde. Und Constanze Kurz hat das dergestalt interpretiert, dass es neuerdings offensichtlich einen Konflikt gibt zwischen
amerikanischen Unternehmen, die verschlüsseln, und der britischen Regierung. Mit Blick auf nachrichtendienstliche Operationen würde ich das nicht so interpretieren, sondern eher den Verdacht äußern, dass es um einen vorgespielten Konflikt gibt, der den Abnehmern, ISIS und anderen, suggeriert, sie seien bei diesen angegriffenen amerikanischen Unternehmen sicher, während die Amerikaner und Briten dann durch die Hintertür einen kompletten Zugriff auf das Command- und Control-System von ISIS und anderen bekommen. Ich teile auch in vielen Punkten den Optimismus von Constanze nicht und bin bei einer fatalistischen Fußnote. Alle westlichen Nachrichtendienste vertrauen darauf, dass ab 2015 so viele neue Säue durch das globale Mediendorf getrieben werden, dass die Kritik an den Aktivitäten der Nachrichtendienste versandelt und sich nur noch auf die Fachwelt, also überwiegend auf diesen Kreis hier, beschränken wird. Und das liegt ganz im Interesse der NATO-Staaten, die einem No-Spy-Abkommen längst ein Armenbegräbnis verursacht haben. Letzte Bemerkung zum unguten Schluss, worauf Constanze Kurz zu Recht hingewiesen hat, ist die Tatsache, Nachrichtendienste sind nicht nur Sammler, sondern sie sind auch immer Sammler und Jäger. Und ihre Jagdeigenschaft ist bisher deutlich geworden in der Tatsache, dass die NSA natürlich möglicherweise auch unterstützt vom Bundesnachrichtendienst die Grundlage für illegale Entführungen mit anschließender Folter oder für extralegale Tötungen, namentlich im Drohnenkrieg, geliefert hat. Auch dafür gibt es zahlreiche Beispiele, die betreffen zum Beispiel die NSA-Aufklärung gegenüber die PKK, wo man die Türken, die man auf der anderen Seite ausforscht, nachhaltig unterstützt, um Mordattentate auf PKK-Führer auf der Basis von NSA-Informationen zu organisieren. Und dann gibt es Dinge, die bei uns wenig berichtet werden, wie solche Operationen des britischen Nachrichtendienstes, deren Operation Mustang ab 2002 die nepalesischen Nachrichtendienste im Kampf gegen die maoistische Guerilla unterstützt hat, mit Aufklärungsdaten, Aufklärungsdaten des Government Communication Headquarters. Das hat in mindestens 100 Fällen zur Verhaftung von Guerilla-Führern, darunter dem Kommandeur Devkota, geführt, der dann im November 2004 aufgegriffen und 6 Wochen später erhängt aufgefunden wurde. Gleiche Brüder, gleiche Kappen, tut der BND sowas auch? Nein, der ist da zurückhaltender, er ist vorsichtiger, er geht Umwege. Umwege sind zum Beispiel, als die Deutschen und die Niederländer das ISAF-Kommando in Kabul übernahmen Anfang der 90er Jahre, hat der Bundesnachrichtendienst dem afghanischen Nachrichtendienst eine komplette moderne Aufklärungsanlage von Siemens und Rohde und Schwarz hingestellt. Damit werden die Handys von Taliban-Führern geortet und diese Informationen geben die afghanischen Nachrichtendienste dann direkt an die überwiegend angelsächsischen Kommandoeinheiten für gezielte militärische Operationen, das heißt dem Zerschlagen von Terrorzellen. Was für die Bundesrepublik zu beklagen ist, ist in puncto Kriegslogistik eher der extrem fragwürdige Export von Überwachungstechnologien, und da bin ich wieder bei meinen Lieblingsfirmen, Rohde und Schwarz und Siemens, an repressive Staaten. Die Nachrichtendienste von Oman, Usbekistan, Sudan, Tadschikistan stützen sich auf solche vom Bundessicherheitsrat in geheimer Sitzung genehmigten Technologien. Und ich denke, dass die Forschung von Andi Müller-Magun dann hoffentlich vollständige Klarheit darüber bringen, dass wir die neuen Möglichkeiten nutzen können, die verflossenen Rüstungsexporte auf diesem schmutzigen Sektor aufzuklären, damit die Bundesrepublik Deutschland sich nicht in Zukunft weiterhin zum Komplizen von Terrornachrichtendiensten macht. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank.
Ihr seht das ja im Schmidt-Ehenbaum noch zur Verfügung stehen wird für eine Diskussion. Also wenn ihr anregende Fragen habt, die noch länglich beantwortet werden sollen, haben wir jetzt genug Zeit. Ich sehe eine Meldung. Sie haben einige Beispiele genannt, wie die USA in die deutsche Politik eingreifen. Es gibt ja die Five Eyes, da ist ja in Großbritannien auch noch dabei. Oder gibt es ähnliche Belege, dass andere Staaten wie Großbritannien oder Neuseeland so dermaßen in unser Land eingreifen, wie dies die USA tun? Belege dafür, dass die Bundesregierung gegenüber britischen Ambitionen kuscht, gibt es nicht. Es gibt in den WikiLeaks-Dokumenten einen einzigen Fall aus 2007, wo die Briten sagen, liebe deutsche Nachrichtendienste, wir haben erkannt, dass aus China Siemens Computer in den Iran über Abu Dhabi geliefert werden. Bitte werdet da mal aktiv. Also eine Dienstleistung in Anführungsstrichen der Briten zur Warnung wieder vor einem schmutzigen Rüstungsexport. Es gab wochenlanges Hickhack. Die Bundesregierung musste zum Jagen getragen werden und hat dann schließlich in Zielland interveniert, damit dieser Export nicht zustande kam. Also sie machen da dasselbe wie die NSA, aber sie haben nicht die Möglichkeit, so starken politischen Druck zu entfalten. Mich würde interessieren, nach Ihrem sehr kritischen Vortrag, ob Sie auch positive oder friedensfördernde Effekte durch Auslandsaufklärung beim BND zum Beispiel sehen würden. Also wenn man die Kernaufträge des Bundesnachrichtendienstes anschaut, dann spielen natürlich militärische Operationen der Bundeswehr eine herausragende Rolle, also die Absicherung. Die müssen sich jetzt verstärkt auf Mali konzentrieren, wo es Ausbilderoptionen, das ist alles nicht friedensfördernd, sondern der Bundesnachrichtendienst macht Militäraufklärung gegenüber Bedrohungskapazitäten. Und ob das dann von der Bundesregierung zu friedensfördernden Schritten genutzt wird oder um zu eskalieren, das liegt nicht in der Hand des BND. Das ist überhaupt in der deutschen Debatte vielfach zu sehr zulasten der Nachrichtendienste wahrgenommen. Der Bundesnachrichtendienst ist Knecht der Bundesregierung. Und selbst wenn er solche Sachen wie über die angeblich genaue Feststellung MA-170 Abschuss trifft, dann tut er das im PKGR nur mit Rückendeckung der Bundesregierung und sicherlich auch mit einer gewollten politischen Stoßrichtung dabei. Mich würde noch eine Sache interessieren, weil Sie sagten, die Fachliteratur, die Fachpublikum erkennt aus den Snowden-Enthüllungen nichts Neues. Da würde mich interessieren, gibt es denn etwas, was Sie rausziehen würden? Natürlich im Rückblick findet man immer was. Selbst in der Biografie von Turing bei Hodges steht ja schon drin, wie die Anfänge waren. Und ja, wir wollen alles haben. Aber können Sie nicht doch einen Neuigkeitswert erkennen? Doch, was den Umfang betrifft und was die Techniken betrifft, da haben wir natürlich eine Menge Neues dazugelernt. Was die grundsätzliche Ausrichtung, die grundsätzlichen politischen Stoßrichtungen betrifft, ist das alles Schnee von 1946. Was das große Verdienst von Snowden ist, dass er die Weltöffentlichkeit mobilisieren konnte. Ja, also wenn ich sage, in der Militär- und nachrichtendienstlichen Fachliteratur konnte man die schon nachlesen, das schon nachlesen, dann sind das Bücher mit 5000 Stück Auflage, die haben keinerlei politische Relevanz, sondern Fachleute freuen sich, wenn sie hier mal und da mal ein neues Faktchen sehen. Und Snowdens großes Verdienst ist halt diese große Welle der Mobilisierung. Und ich hoffe, dass die anhält, aber ich bin da eher pessimistisch. Da kommt schon Widerspruch, das ist sehr schön. Glauben Sie, dass es BND-Aktivitäten gibt, von denen die Regierung nichts weiß? Das mag gewesen sein in den 60er Jahren. Anschließend gibt es eine komplette Auftragssteuerung. Und ich kann das sehr genau belegen, weil mir sind die
Tagebücher des BND-Vizepräsidenten Dieter Blötz von 1971 bis 78 zugespielt worden. Und er berichtet dann über diese geheimen Konferenzen im Bundeskanzleramt. Und aus diesen Tagebüchern kann man ablesen, dass der Bundesnachrichtendienst extrem risikoscheu ist und sich selbst die geringsten Kleinigkeiten im Bundeskanzleramt absegnen lässt. Wenn ihr euch nächstes Mal einfach ein bisschen früher meldet, dann muss ich nicht so. Ja, ist es bei den amerikanischen Geheimdiensten, bei der NSA genauso, dass sie sozusagen so stark sich an der amerikanischen Regierung orientieren? Manchmal hat man das Gefühl, als würde die NSA schon die amerikanische Regierung kontrollieren, als wären die Machtverhältnisse schon beinahe umgekehrt, als hätten wir in Amerika, besonders ausgeprägt, nicht nur dort, aber in Amerika, eigentlich sozusagen eine vierte Gewalt, sagen wir mal, die Investigative als vierte Gewalt in der Gewaltentrennung. Und diese Investigative wird von den anderen Gewalten eben nicht mehr kontrolliert, sondern umgekehrt, diese vierte Gewalt hat schon eigentlich die Kontrolle über die anderen übernommen. Diesen Eindruck hat man mal. Wie weit können Sie das von den Fakten her bestätigen oder negieren? Kontrolle hielt ich für übertrieben, aber ich würde von einer starken Symbiose dieser investigativen Gewalt und der Regierungsgewalt sprechen. Die beeinflussen sich gegenseitig und dieser große nachrichtendienstlich-industrielle Komplex wirkt durch Spenden an Abgeordnete, durch Lobbymaßnahmen und dergleichen sehr stark auf die amerikanische Politik ein, die nicht mehr unabhängig von dem agieren kann, was sie da mit Milliarden in die Welt gesetzt hat. Ich habe nur eine kurze Nachfrage. Sie haben gerade von Tagebüchern gesprochen. Ich habe nicht ganz verstanden, von wem? Der BND-Vizepräsident Dieter Blötz, der musste jede Woche Dienstag im Kanzleramt aufschlagen, um mit Ehmke oder dessen Stellvertreter die Aktivitäten des Bundesnachrichtendienstes abzustimmen. Und da geht es dann um so winzige Fragen. Dürfen wir dem ägyptischen Nachrichtendienst 44 Kraftfahrzeuge geben oder nicht? Also jede Kleinigkeit, jeder Pressekontakt wurde vom Bundesnachrichtendienst im Bundeskanzleramt abgestimmt. Und haben Sie auch vor, diese Tagebücher zu veröffentlichen? Ich habe große Teile daraus veröffentlicht. Haben Sie schon? Ja, wenn Sie in das Buch schauen, Gegen Freund und Feind, 2002 erschienen, habe ich mit Michael und Peter F. Müller gemacht. Da sind die Highlights in Anführungsstrichen aus diesen Tagebüchern ebenso drin, wie in diesen britischen Aufsätzen, die ich geschrieben habe über die formelle elektronische Aufklärung des BND. Nicht zur Begeisterung des Bundesnachrichtendienstes, der hat ein einziges Blatt, wo drin steht, hiermit versichere ich Nelken, Blötz Sekretärin, ich habe das alles vernichtet und in Weilheim in tiefen Kellern taucht es dann wieder auf. Welche Ansatzpunkte sehen Sie, das BND-Thema in eine größere Öffentlichkeit zu bekommen und den Menschen hier in Deutschland bewusst zu machen, dass es sie auch schädigt? Wir tun ja unser Möglichstes, aber mit Blick auf die Medienlandschaft in der Bundesrepublik Deutschland brauchen Sie den Skandal, die herausgehobene wichtige Persönlichkeit. Selbst historische Berichterstattung aus den 70ern, Spiegel und dergleichen, nimmt das kaum zur Kenntnis, sondern die Möglichkeiten, das einem breiten Publikum nahezubringen, sind immer ausgesprochen gering. Was das Fachpublikum betrifft, versuchen wir halt mit einem Buch pro 2-3 Jahren und reichlich Aufsätzen daran mitzuwirken. Aber wie gesagt, die Medienlandschaft ist so sehr auf Skandale fixiert, auf große politische Persönlichkeiten und nur auf ganz große, dass man mit diesen Fachthemen, gerade aus dem Material, was jetzt in den Vereinigten Staaten alles freigegeben ist, kaum irgendwo landen kann, außer vielleicht im Achtzeiler im Spiegel. Können Sie vielleicht noch ein bisschen was zum Verhältnis BND und Medien sagen? Eine Frage wäre, inwieweit sind Auslandsmitarbeiter
als Journalisten oder geben sich als Journalisten aus, entweder Journalisten oder auch Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen. Und die andere Frage ist, wie weit beeinflusst der BND die Berichterstattung? Hat er da seine Kanäle über vielleicht besonders prominente, gut vernetzte Journalisten? Was wird da spürbar von einem Einfluss, den wir als ganz normale Leserinnen, Zuschauerinnen gar nicht nachvollziehen können, wo wir uns also auch getäuscht fühlen müssen? Also bis in die 70er Jahre hinein hat der Bundesnachrichtendienst eine Vielzahl von Top-Journalisten dieser Republik gesteuert. Es reichte vom ZDF-Intendanten bis zur Gräfin Dönhoff. In der Spiegelredaktion waren die relativ stark vertreten. Und er hat nicht nur eine Mediensteuerung betrieben, sondern hat versucht, alle wesentlichen Auslandskorrespondenten auch in seine Dienste zu stellen. Mit großem Erfolg bei den meisten, mit Misserfolgen zum Beispiel bei Klaus Bettnerz, als der nach Warschau oder nach Moskau ging als Korrespondent. Da hat der Bundesnachrichtendienst ihm auch angeboten, doch bitte parallel nach Pullach zu liefern. Der hat das abgelehnt und auch öffentlich gemacht. Aber eine Vielzahl von Korrespondenten fährt auf der Schiene. Ich kann ohnehin nur 2 Seiten im Blatt unterbringen. Mein Material reicht für 30 Seiten und dann ist es beim Bundesnachrichtendienst gut aufgehoben. Schließlich gehört das zum Normenhorizont aller angelsächsischen Journalisten ohnehin dazu, dass man zum Wohle ihrer Majestät allen Nachrichtendiensten alle Informationen zukommen lässt. Dass der Bundesnachrichtendienst richtige Spione als Journalist tarnt, das haben wir eine Handvoll Fälle. Das passiert auch, weil es halt eine gute Legende ist, wenn man irgendwo recherchiert, wenn man dann nicht als Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, sondern als freier Journalist unterwegs ist. Als Nichtregierungsorganisation war noch die Frage. Da gab es immer zahlreiche Konflikte, weil die Weisungen des Bundesnachrichtendienstes waren relativ eindeutig. Keine deutschen Entwicklungshilfe und dergleichen. Dann gab es immer wieder Konflikte, weil Erhard Eppler zum Beispiel als Entwicklungshilfeminister feststellen musste, dass der Bundesnachrichtendienst diese Weisungen unterlaufen hat. Wir haben so Tatsachen wie, dass das Lazarettschiff Helgoland teilweise eine schwimmende Kommandozentrale des Bundesnachrichtendienstes war. Also der Dienst versucht natürlich ja über NGOs, über Entwicklungshilfe in bestimmte Krisengebiete reinzukommen. Ich denke, da sollte man sich auch um bestimmte Aspekte der Biografie von Robert Neudeck kümmern. Ich würde gerne nochmal was zu dem scheinbar verselbstständigten Wesen der Geheimdienste wissen. Mir kommt es so vor, als ob, also wenn ein Geheimdienst, der einem Land angeschlossen ist und diesem Land zu dienen hat, dann würde ich erwarten, dass er die Bürger dieses Landes vor Ausspähung schützt und gleichzeitig eben auch vor Terrorgefahren schützt und so weiter. Und jetzt wissen wir, die Nachrichtendienste begehen Ringtausch, das heißt, sie sind ja gesetzlich davor vorenthalten, dass sie ihre eigenen Bürger beschützen können. Jetzt machen sie einen Ringtausch über das Ausland und kommen dann doch an diese Daten ran. Das heißt, sie wissen, dass ihre eigenen Bürger belauscht werden vom Ausland, beteiligen sich sogar noch daran. Also das dient definitiv nicht dem Interesse dieses eigenen Landes. Und wenn wir die Terrorabwehr betrachten, dann sehen wir, dass es da dieses Stay-Behind-Netzwerk gab, das über Gladio in Italien eben rauskam und wo eben es nicht der Eigenzweck war, das Land vor Terror zu schützen, sondern eben nur selektiv vor Terror zu schützen, also vor schädlichem Terror und vor nützlichem Terror, den konnte man sogar inszenieren. Also es scheint so, als gäbe es ein eigenständiges Wesen, Nachrichtendienst, das seine eigenen Interessen verfolgt. Und da frage ich mich, wie muss ich mir das genau vorstellen? Wir hatten vorhin, wenn ich es noch ergänzen darf, gesagt, dass Amerika das Land ist, was maßgeblich seine politischen Interessen durch ihre Spionagentätigkeiten auch umsetzt. Aber auch in den USA ist es ja der Fall, dass die NSA die eigenen Bürger ausspäht, sogar die eigenen Kontrollgremien über die hinwegsetzt und die Verfassung bricht. Also auch in den USA scheint es eine Verselbstständigung zu geben, dieses Wesens. Also ich sehe nicht, dass es da eine Verselbstständigung gibt, solange das mit der Rückendeckung des Weißen Hauses passiert. Und das ist in weiten Teilen mit der Rückendeckung des Weißen Hauses passiert.
Und jetzt kommen wir zu der anderen Frage, die unter der Überschrift steht. Gibt es so etwas wie einen tiefen Staat? Also nachrichtendienstliche Strukturen, die demokratiefeindlich sind. Sie sprechen Gladio an. Der tiefe Staat gilt da für Italien. Er gilt für Griechenland in Zeiten der Militärdiktatur. Er gilt in der Türkei, ich denke bis heute. Er gilt nicht für die Bundesrepublik Deutschland. Ich schreibe im Augenblick an einem Buch über Stay Behind Gladio, das im Sommer nächsten Jahres erscheinen soll. Grundlage sind nicht nur vom Bundesnachrichtendienst sehr freizügig freigegebene Akten, sondern auch jede Menge CIA-Geheimdienstakten. Und das sehen Sie bei der deutschen Gladio-Struktur, die ist rein militärisch, die ist winzig, die ist ungefährlich. Es gab nur einen einzigen Vorstoß von Reinhard Gehlen, etwa 1955, als er dem Chef der CIA die Bildung einer deutsch-amerikanischen Nebenregierung aus BND und CIA vorschlug, für den Fall, dass die Neutralisierungstendenzen in Mitteleuropa so weit gehen, dass es zu einem neutralen Deutschland kommen sollte. Also es gab in Gehlens Hinterkopf genau diese politische Option, aber die konnte sich natürlich nachrichtendienstlich nur durchsetzen in Staaten, wo es in Anführungsstrichen eine reale Gefahr gab, dass Kommunisten nachhaltig an der Regierung beteiligt sind, wie in Italien. Bei uns ist Stay Behind eher ein relativ harmloser und glückloser Verein gewesen. Sie werden es im nächsten Jahr nachlesen können. Hat der BND Kenntnis von den Inhalten der Rosenstolz-Dateien? Meines Wissens nicht, sondern die liegen ja in weiten Teilen bei der Stasi-Unterlagenbehörde, werden da leider nicht in dem Umfang ausgewertet, der immer noch geboten wäre. Aber bei den Rosenholz-Dateien gab es natürlich von vornherein Bestandslücken. Und wenn man auf die Frage schaut, für wen bestimmte Manager in der deutschen Wirtschaft nach 1992 spioniert haben, nachdem diese Dienste wussten, für wen die vorher spioniert haben, dann gab es ein erhebliches Erpressungspotenzial, ehemalige HVA- oder KGB-Agenten in Deutschland umzudrehen. Auch dies hat Herr Schmidt-Bauer 1993 als Gespenst an die Wand gemalt und gesagt, er unterstellt den Amerikanern, Rosenholz gibt es nicht vollständig, weil viele Ostagenten von den Amerikanern jetzt gegen die Bundesrepublik Deutschland eingesetzt werden. Dann vielleicht noch eine abschließende, gar keine Frage, sondern vielleicht fast eher, wenn Sie einen Wunsch an die Technik-Community, wir sind ja Informatikerinnen und Informatiker für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, gibt es eine Möglichkeit, weil Sie zum Beispiel sagen, es gibt die Informationen, aber in einer geringen Auflage, also können wir für die Zugänglichmachung oder könnten sich, wenn Sie einen Wunsch hätten, den vielleicht äußern? Aber ja, Sie sind ja die Einzigen, die technisch in der Lage sind, Gegenspionage zu betreiben. Wenn ich sehe, mit welchem Erfolg in Datenbanken des Pentagon gehackt wurde, steht ja die Frage, ob man das nicht auch mal beim Verfassungsschutz oder beim Bundesnachrichtendienst mit Aussicht auf Erfolg probieren kann. Wenn ich sehe, dass wir in Berlin eine BND-Zentrale kriegen, wo die Menschen mit offenem Gesicht ein- und ausgehen, dann kann man mal den einen oder anderen Menschen begleiten, seinen Heimatwohnsitz aufklären, mal gucken, wenn man den Namen auf dem Klingelschild gesehen hat, wie er im Internet so vertreten ist, was er bei Facebook postet und dergleichen, um denjenigen, die uns ohne Scheu überwachen, mal vor Augen zu führen, wie das ist, wenn man überwacht wird. Danke.